herzlich willkommen zu Montemare TV. Wir wollen euch wieder einladen zu einer kleinen Pause vom Alltag. Wir sind heute in Montemare in Obertshausen und wir sind es ja alle gewöhnt, hier unsere Seele baumeln zu lassen im warmen, weichen Wasser. Aber was braucht es an Technik, damit das Wasser auch immer hygienisch und rein ist? Das ist wirklich eine ausgefeilte Anlage, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen, natürlich gemeinsam mit euch. Ob Sport, Spaß oder Erholung, im warmen Wasser fühlen wir uns wohl. Damit dieser Genuss nie getrübt wird, wird in den Montemare-Anlagen für nachhaltige Hygiene gesorgt. Und das ist ein ununterbrochener Kreislauf, der hier beginnt. Am Beckenrand läuft immer Wasser über. Je mehr Menschen im Becken sind, desto mehr. Sauberes Wasser wird nachgefüllt. Im Montemare Obertshausen können wir euch den Weg des Wassers zeigen. Das verbadete Wasser wird in einem Schwallwasserbehälter gesammelt und zu den Pumpen geleitet. Aus dem Schwallwasserbehälter als solches wird es jetzt über die Umweltpumpen zum Filter transportiert. Bevor es hier ankommt, wird noch das sogenannte Flockungsmittel noch zugesetzt, um Kleinstpartikel dann auch entfernen zu können, die sonst durch den Filter durchwandern würden. Und im Grunde, muss man sich vorstellen, ist die Natur nachempfunden, also der Filtrationsprozess, wenn Wasser auf die Erde tropft und irgendwann Grundwasser sauber ist. Genau dasselbe passiert im Grunde nach hier in so einem Mehrschichtfilter, wo das abgebadete Wasser quasi oben auftrifft und dann durch verschiedene Körnungen, Sand- und Kieskörnungen durchwandert, um im Endeffekt dann unten anzukommen und dort dann als gesäubertes, gereinigtes Wasser dann eben wieder dem Kreislauf wieder zugeführt werden zu können. Natürlich wird das gesamte Wasser ständig überprüft, der pH-Wert geregelt, Desinfektionsmittel zugegeben. Badewasser muss Trinkwasserqualität aufweisen. 2.500 Kubikmeter Wasser werden hier an 7 Tagen die Woche, 24 Stunden gereinigt. Nachhaltigkeit, ein großes Thema für das Montemare. An so einem durchschnittlichen Tag verbraucht so ein Haus ja mal so locker 120, 130 Kubikmeter Wasser. Da ist natürlich ein Teil Dusch- und Brauchwasser und so weiter, aber eben auch ein großer Anteil des Wassers, was frisch zugeführt werden muss in die Wasserkreisläufe. Und dort beschäftigt uns natürlich die Frage, wie können wir dort energetisch optimieren? Auch der Nachhaltigkeitsgedanke, Thema Umweltschutz und so weiter. Ein Punkt dabei ist zum Beispiel ganz stark eine sogenannte Ultrafiltrationsanlage, die wir dort hier im Haus haben. Dort gelingt es uns eben, Wasser, was eigentlich so verbraucht werden muss nach der Filterrückspülung, was eigentlich in den Kanal geht, also als Abwasser das Haus verlässt, dieses Wasser wieder aufzubereiten oder einen Großteil dieses Wassers und dort eben über wirklich hochtechnische, komplexe Verfahren, das dem Grunde nach wieder zu reinem Wasser zu machen, zu Trinkwasser zu machen und das dann auch wieder den Wasserkreisläufen zurückzuführen. So werden jeden Tag 50.000 Liter Wasser aufbereitet. Weitere nachhaltige Maßnahmen sorgen für Energieeinsparungen. So können Sie jeden Tag Ihre Pause vom Alltag genießen. An den 9 unterschiedlichen Standorten vom Montemare gibt es natürlich viele Kollegen und Kolleginnen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Einen Meister seines Faches stellen wir euch jetzt vor. Ein Aufguss ist für viele Gäste das Schönste bei einem Saunabesuch. Leidenschaftlich zelebriert von unseren Saunameistern. Diese heizen unseren Gästen dabei buchstäblich ein. Sie sind Entertainer und gute Seelen zugleich. Und manchmal auch Kräuterhexen. Mein Name ist Jörg Müller und ich bin seit der ersten Stunde hier in Montemare Andernach, das heißt seit 2012, arbeite hier als Saunameister und ich bin für Ihre Pause vom Alltag da. Die Zubereitung natürlicher Aufgüsse ist ein wichtiger Bestandteil der Montemare Saunaphilosophie. Die verschiedenen Aufgusssude werden deshalb von unseren Saunameistern aus verschiedenen Kräutern und Sträuchern aus dem eigenen Kräutergarten selbst hergestellt. Ein Angebot hier im Montemare in Obertshausen. Echtes, kuscheliges Kaminfeuer. Und was gibt es sonst noch an Angeboten? Die kommen jetzt. Weihnachten steht vor der Tür. Bevor ihr euch lange den Kopf zerbrecht, was ihr unter den Weihnachtsbaum legen sollt, schenkt doch lieber gleich einen Verwöhntag bei Montemare. Denn was gibt es Schöneres, als zu Weihnachten eine Pause vom Alltag zu verschenken?
Egal ob Eintrittskarten, Massagegutscheine oder exklusive Geschenkboxen. Im Montemare Online-Shop findet ihr Geschenke, die sich jeder wünscht. www.monte-mare.de/shop. Ganz druckfrisch, unser neues Montemare Magazin. Alle, die das Montemare Magazin noch nicht abonniert haben, können dies für die künftigen Ausgaben hier tun. monte-mare.de/magazin. Nicht nur Kinder freuen sich über einen Adventskalender. Wir bei Montemare verkürzen euch die Zeit bis Weihnachten mit tollen Angeboten und Überraschungen in unserem Adventskalender zum Wohlfühlen. Jeden Morgen dürft ihr ein Türchen öffnen und euch über eine entspannte Adventszeit freuen. Auch wenn es sich so anfühlt, als könnten wir die Zeit so ein bisschen anhalten, wenn wir unsere Auszeit nehmen im Montemare, so vergeht die Zeit doch so schnell und Weihnachten steht bald vor der Tür. Also lasst uns jetzt schon an unsere Lieben denken mit einem Gutschein von Montemare. Und da gibt es unglaubliche Angebote. Schaut einfach mal nach und wir sehen uns nächsten Monat wieder aus dem Montemare in Bedburg. Bis dahin alles Liebe und bleibt gesund.